Das Thema Nischenanalyse beschäftigt uns ja immer wieder. Egal, ob wir eine eigene Nische analysieren wollen, um da richtig in den Markt reinzugehen, oder ob uns unsere Kunden und Partner anfragen: Hey, ich würde gerne in dieser Nischenwebseite was machen. Wie sieht es da aus? Welche Keywords sind gut? Ist das eine gute Nische oder ist die nicht so gut? Oder wenn wir Webseiten für unsere Kunden erstellen, dann fragen die natürlich auch immer: Ah, ich würde in der Nische gerne was machen. Sind diese Keywords gut? Können wir da was machen? Das alles wollen wir ab jetzt in einem neuen Format für euch öffentlich zeigen, damit ihr auch wisst, okay, welche Nischen sind gut, welche Nischen sollte man gar nicht anfassen, welche sind aktuell, welche sind gar nicht mehr aktuell und sollte man lieber sein lassen. Und ja, wie kann man da am besten rangehen mit Keyword-Analyse? Und dazu werden wir jetzt jede Woche ein Video dazu bringen, um zu zeigen, hey, welche Nischen sind gut, welche nicht. Und wenn du daran partizipieren möchtest, kannst du auch gern in den Kommentaren einfach reinschreiben: Hey, wie sieht es mit der Nische aus? Oder könnt ihr mal da was analysieren? Ist diese Nische gut? Und ihr könnt natürlich auch immer Kommentare reinschreiben zum Kritisieren nach dem Motto: Da würde ich aber noch mal gucken, oder gibt es da nicht noch diese Ergänzung in dieser Nische, wo wir noch mehr machen können? Ja, und wenn du darauf Bock hast, dann bleib einfach jetzt dran und wir fangen direkt mit der ersten Nischenanalyse an. Ja, hier ist wieder Harry vom Win-Win-Marketing, Lars Piedowski. Und ich werde heute euch mal zeigen, ja, eine Anfrage von einem Kunden und ja, welche Nischen wir definitiv seltenst anfassen oder gar nicht anfassen. Also, wir starten mal. Vielleicht konntet ihr euch erinnern, dass ihr unbedingt auf der Suche etwas beachten solltet. Also, dass es natürlich gute und schlechte Nischen gibt, passende und nicht passende Nischen. Wichtig ist natürlich ja, Punkt 1, hast du eine Passion dafür? Was jetzt die weiteren Punkte anbelangt, ist zum Beispiel Konkurrenz eine wichtige Sache, Kundenperspektive. Aber ich möchte euch mal ja, eine Nische näher bringen, die wir ja mit der Kneifzange nicht anfassen würden. Und das sind die Versicherung und die Finanznische. Und ich kriege öfters mal von Kunden Anfragen, es passiert nicht oft, aber immer wieder, ja, dass die Nische Bereich Versicherung und Finanz Interesse aufwirft. Und natürlich auch, da gibt es halt viel ja, abzusahen von natürlich Versicherungsfirmen oder auch Finanzdienstleistung. Und ja, die Frage ist natürlich, ist das interessant, wenn man jetzt Affiliate-Marketing macht, oder ist das interessant für dich als Anfänger? Und da wollen wir mal drauf eingehen, warum wir selten das annehmen. Also ich nehme ja zum Beispiel mal Versicherung hier als Nische und werde euch mal zeigen, was daraus passiert. Also ihr seht rechts, ihr habt Kfz-Versicherung, ihr habt Rechtsschutzversicherung mit sehr hohem Traffic. Aber wenn ihr das mal rechts bei dem SEO Difficulty von diesem Ergebnis seht, dann seht ihr durchweg, dass die Konkurrenz extrem hoch ist. Und es geht weiter. Haftpflichtversicherung ist die Konkurrenz sehr hoch. Und ja, Autoversicherung durchweg bis selbst unten. Ihr habt eine einzelne Versicherung mal, eine Ergo-Zahn-Zusatzversicherung, aber das poppt dann auch mal wieder mal runter. Also ihr habt auch nur im April mal ein bisschen was. Und dann war es das auch wieder. Es gibt ja jetzt vielleicht Handyversicherungen, vielleicht poppt da immer mal wieder was hoch, aber insgesamt ist das eine sehr, sehr schwierige Nische. Und wenn wir die Anfragen bekommen, dann muss ich die leider auch wieder ja, abschmettern. Denn das ist eine Nische, da wagen sich die wenigsten voran. Und man braucht auf jeden Fall dort eine bereits vorhandene gute Positionierung. Wenn ich jetzt mal Richtung Finanz geht, also Finanzdienstleistung vielleicht auch,
Finanzdienstleistung. Ist die Nachfrage zwar ein bisschen da, aber dann auch nicht ganz so hoch. Ja, das sind einzelne Finanzdienstleister, aber insgesamt ist es keine gute Nische. Also gut, es geben auch wenig Leute Finanz ein. Genau, das ist eine sehr, sehr hohe Konkurrenz. Und alles, was mit Geld zu tun hat. Also zum Beispiel, gehen wir mal ein, Börse, hohe Nachfrage, sehr hohe Konkurrenz bis mittlere Konkurrenz. Aber trotzdem entscheide ich hier oft, dass ich diese Branche nicht mit anfasse. Denn ja, in dieser Branche tummeln sich eigentlich so richtig das Know-how von den Leuten. Und Affiliate Marketing ist sehr, sehr schwierig, weil ja, die Konzerne und die Institutionen, die sich dort positioniert haben, die haben viel Geld investiert und ja, brauchen öfters auch kein Affiliate, der dahinter steckt. Und deswegen ja auch Versicherung und aber auch Finanz, ja. Da ist oft eher Klinkenputzen angesagt, aber auch im Netz sieht das sehr schwierig aus und deswegen ja, muss ich sagen, die Nische, auch diese Nische ist eine sehr schwierige Nische. Man kann vielleicht ins Detail gehen, vielleicht über Krypto etwas. Da gab es auch schon Anfragen. Wir haben auch schon die ein, zwei bis drei Nischenseiten in diesem Bereich analysiert und auch sogar eine erstellt. Und ja, aber allgemein dort ist es sehr schwierig umkämpft. Also das war's wieder und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Das war die Nischenanalyse für heute. Wenn dir das gefallen hat, lass gerne ein Abo da und ein Like. Dann würde ich mich freuen und merke, okay, darauf hast du Bock und du möchtest gerne mehr davon. Und wenn du jetzt irgendwelche Impulse dazu hast, nach dem Motto, ich würde gerne noch diese Nischen analysiert haben oder da sehe ich was ein bisschen was anders, könnt ihr da nochmal eine Ergänzung zu machen, dann schreibt einfach unter dem Video einen Kommentar. Und ich beantworte die alle selbst und gehe dann direkt selbst auch darauf ein. Und wenn wir dann ein größeres Thema drauf haben, dann machen wir auch einfach ein zusätzliches Video. Ist ja wichtig, einfach das Thema. Und wir wollen damit mehr helfen und mehr Partnern und Kunden helfen, einfach weiter in das Thema Nischenanalyse vorzugehen, um genau die richtige Nische aufzubauen und auch zu wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht mehr. Bis zum nächsten Video. Dein Bin-Bin-Markter und Team. Lars Pilawski, ciao.